Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Weißbrot, Mario Weißbrot. Und ich habe mich durch ein paar Trinkgewohnheiten, kann Sie beruhigen, geht ums Thema Wasser, gesundheitliche Aspekte gewinnen können, meinem Körper, es ging mir besser. Und in den nächsten Minuten möchte ich Ihnen etwas zum Thema Wasser, dem wichtigsten Lebensmittel, unter dem kein Leben möglich wäre, etwas näher bringen. Wir Menschen bestehen aus 2/3 Wasser, das wissen wir eigentlich. Frage ist nur, warum beschäftigen wir uns mit 1/3 mittels Ernährung, Medikamenten, Sport? Und daraus, woraus wir bestehen, lassen wir links liegen. Wir müssen diese 5%, die wir jeden Tag verlieren, wieder auffüllen. Und wenn wir das nicht tun, haben wir bereits bei 2% Dehydrationskennzeichen. Der ein oder andere kennt das, wenn man zu wenig trinkt, man wird müde, man wird schlapp. Für Kinder ist es ganz wichtig zu trinken, also in allen Schulen sollte es Wasser geben. Und bei 20%, ja, da geht es sogar dem Ende zu. Und komischerweise besteht die Erde auch aus 2/3 Wasser. Sprich 71%, genau wie wir Menschen. Was mir nie bewusst war, dass wir nur 0,3% Süßwasserressourcen haben. Stellen Sie sich eine Badewanne voll, bis oben hin mit Wasser und wir nehmen einen Teelöffel. Mehr haben wir nicht auf dieser Erde an Süßwasser. Das Einzige, was sich in den letzten Jahrzehnten diesbezüglich geändert hat, ist die Menge der Menschen. Waren wir in den 70er Jahren 3,5 Milliarden Menschen, so gehen wir mittlerweile stark auf die 8 Milliarden zu. Immer mehr Menschen verunreinigen, verbrauchen das Wasser. Ja, und womit verunreinigen wir das? Im Augenblick ist es gerade in der Presse, Thema hoch und runter, Nitrat zum Beispiel. Was macht Nitrat eigentlich im Körper? Es ist gar nicht gefährlich, sondern durch Bakterien im Körper entsteht daraus Nitrit, Nitrosamine bilden sich. Und die sind eigentlich wirklich gefährlich für den Körper. So schlimm ist es eigentlich gar nicht in Deutschland. Also wir haben in Hannover wenig Nitrat, nur mal so nebenbei. Noch, ja, das kann noch mehr werden, genau. 50 Milligramm dürfen übrigens im Trinkwasser als auch im Mineralwasser sein. Ein Fundstück letzte Woche in Berlin. Die Berliner sind ja eh witzig, ne? Berlin ist hart, genau wie das Wasser. So sehen Sie es wirklich in den Litfaßsäulen. Was Kalk mit den Leitungen macht, das wissen wir. Was es mit den Arterien machen kann. Ich meine, Kalk ist hart, wie das Wasser. Und dann kommen natürlich noch die ganzen Zivilisationsdinge heute zu uns. Medikamentenrückstände. Das Ärzteblatt hat 2008 schon nachgewiesen, dass Diclofenac 70% den Körper unverändert verlassen. Deutsche BKK, 300 Medikamentenrückstände sind heute nachweisbar. Alles im Wasser. Fragen Sie sich mal selber, woher es kommen könnte. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Klärwerk. Ich finde es immer so witzig, was macht das Klärwerk? Es soll klären. Was passiert mit dem Klärschlamm? 10 Millionen Tonnen mittlerweile in Deutschland, die jedes Jahr produziert werden. 50% werden je nach Region verbrannt, 30% gehen direkt als Düngemittel auf die Felder und 20%, wenn Sie mal wieder beim Discounter Blumenerde kaufen, dann wissen Sie, wo es herkommt. Ja, und dieser Dr. Harald Friedrich hat da so einen kleinen Spruch zugelassen, dass das Wasser das bestuntersuchte Lebensmittel ist, ist wissenschaftlich ungefähr so erwiesen, wie das die Klapperstorche die kleinen Kinder bringen. Warum ist das so? Wir haben heute über 2000 Fremdstoffe im Trinkwasser drin. Und Sie dürfen sich selber mal die Frage stellen, bei 2000 Fremdstoffe im Wasser, wie viel sollte man prüfen? Ich dachte mal so wie Aschenbrödel, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Töpfchen, funktioniert nicht. 36 chemische Parameter werden heute noch geprüft. Aluminium, wir wollen es raus haben, im Trinkwasser darf es drinnen sein. Und genau aus dem Grunde kommt auch das Bayerische Landesamt zu dem Bereich, wo es sagt, ja, also 95% der deutschen Bevölkerung haben gar kein sauberes Trinkwasser mehr, sondern es handelt sich um Stagnationswasser, weil wir Deutschen, wir sind ja fleißig im Sparen. Jahrelang wurde uns gesagt, sparen, 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 was machen wir? Wir sparen. Wer muss es ausbaden? Die Wasserbetriebe. Und genau aus dem Gruppe gibt es zum Beispiel auch den Paragraph 11 der deutschen Trinkwasserverordnung. Da werden so Sachen wie Phosphate, Silikate, Ethanol, Essigsäure reingetan, einfach um das Rohrleitungsnetz zu schonen. Und da möchte ich mal eine Lanze brechen für die ganzen Wasserbetriebe, weil im Grunde genommen betreiben die ein wahnsinniges Management, um uns mit Wasser zu versorgen. Ich meine, wir leben in Deutschland, machen den Hahn auf, ist doch toll, ne? Von 1000 Liter, die zur Verfügung gestellt werden, gehen allerdings 86% an die Industrie und Landwirtschaft, 14% an Privathaushalt und von diesen 14 Privathaushalt sind noch 4% Lebensmittel. 1000 Liter, von denen 5,6 Liter getrunken und gekocht werden, mehr nicht. Also geht man natürlich raus und kauft sich Mineralwasser. Ich war früher nicht anders. 80% der Mineralwasser dürfen in Deutschland gar nicht aus der Leitung kommen.
weil die Grenzwerte höher sind und es wird weniger geprüft, wie man sehen kann an der Mineralwasserverordnung. Warum ist das so? Wegen den Mineralien? Die Mineralien spielen im Wasser gar keine Rolle. Was haben wir immer getrunken als Lebewesen von je an? Oberflächenwasser, Gebirgsquellwasser, Gletscherwasser. Die Inuits wären schon lange ausgestorben, wenn die Mineralien irgendeine Rolle spielen würde. Es spielt keine Rolle. Ernähren Sie sich vernünftig und das ist gar kein Thema. Ich denke mal, es hängt eher damit zusammen, dass es ein gutes Mittel ist, um Geld zu verdienen. Das war aktuell in einem Tagesspiegel, habe ich das letzte Woche gefunden. 11,3 Milliarden Liter gehen im Jahr rein an deutschen Mineralwässern über die Leitung, über den Tisch. Bei 50 Cent, tolles Geschäft. Im Gegensatz hierzu wären es, glaube ich, 5,6 Millionen an Leitungswasser, nicht teurer. Ja, woran erkenne ich jetzt eine vernünftige Qualität? Weil es ja auch wichtig, wir wissen jetzt, wie die Qualitäten sind. Das ist ein Mikrosiemens. Hier sind mal drei Marken, die werben mit der Reinheit vom Wasser. Sagt einfach nur aus, wie gesättigt das Wasser ist. Kann es noch Stoffe mitnehmen? Weil Wasser soll reinigen, entschlacken. Mehr soll Wasser nicht machen. Es hat keine andere Funktion, außer die Stoffwechselprogramme zu fördern. Und der Professor Louis-Claude Vincent wurde in den 50er Jahren von der französischen Regierung beauftragt, diese Stoffe oder die Zusammenhänge festzustellen. Sie sehen mal hier bereits belastend ab 280, das war der Grenzwert in Deutschland 1980. Heute haben wir leichte Anhöhungen auf 2500. Warum ist das so? Ist das Wasser besser geworden oder wurden die Grenzwerte angepasst? Genau aus diesem Grunde können wir uns mal alle die Frage stellen, was ist eigentlich in unserem Trinkwasser? Wirkt es durch das, was es mitnimmt oder das, was es mitbringt? Ja, ein Tropfen ist das, was wir wissen und ein Ozean, was wir noch nicht wissen zum Thema Wasser. Vielen Dank. Thank you.